Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Container-Opening und Wargaming war so freundlich, mir ein paar Container im Rahmen des Community-Kontributoren-Programms zur Verfügung zu stellen, damit ich sie für euch und natürlich auch für mich aufmache. Und wenn ich zur Verfügung stellen meine, dann meine ich natürlich geschenkt, denn es ist nichts anderes. Ich darf den Inhalt natürlich behalten. Wir haben hier die Black Friday-Container. Das sind Container, die eine Tirpitz, Atago, Asahi und Massachusetts Bay enthalten. Zweimal die Tarnung Typ 59, 250 Dublonen, ein Tag Premium-Spielzeit, 5000 freie EP und viermal Tarnung Schattenschleicher. Also all das kann hier enthalten sein und dann schauen wir einfach mal rein, was denn hier genau für mich dabei rausspringt. Oh, 14 Tage Premium, das ist natürlich super, denn ich habe mir, bevor ich Community Contributor geworden bin, erst 360 Tage gekauft. Das kann ich immer brauchen. Tarnungen. Oh, Typ 59. Die Tarnung ist nicht schlecht. 200% je Gefecht, also natürlich EP. Das bedeutet, ich bekomme auch 200% Kapitäns EP, weil das wird ja direkt umgewandelt. Und 200% oder halt 5% von den 200% also bekommen wir freie EP. Ihr wisst, was ich meine. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, also ein bisschen schneller hier. Ansonsten. Das sind quasi die kleinen Varianten. Oh, nochmal 10 von denen. Die finde ich übrigens gar nicht hässlich, die Typ 59. Das ist das Allerwichtigste. Es müssen auch Tarnungen sein, die man gerne aufmacht. Oh, und das sind die Schattenschleicher. Die sehen wir uns natürlich danach noch an. Vielleicht auf einer Black-Variante, wo denn groß der Unterschied ist. Und wieder die Typ 59. Man sieht es, 250 Dublonen waren noch nicht oft drin. Ich habe auch kein Schiff noch gezogen. Und es ist Tarnungen, aber Schattenschleicher. Ich habe die... Bei den nächsten Mal, wo das Ding aufgeht mit den Tarnungen, Schattenschleicher, nein, das waren die falschen, muss ich unbedingt schauen, was denn die Tarnung jetzt genau kam. Plus 200 TP bei der Typ 59, das ist ja common, würde ich sagen. Dann gibt es hier 10, von der anderen gibt es 20, da muss man jetzt natürlich schauen. Komm schon, ja, da ist sie. Ah, 500, 150, ja, ist auch okay, hallo. Das müsste die All-Black-Tarnung dann sein. Die es auch möglich macht, alle anderen Schiffe schwarz zu machen. Aber mal schauen. Oh, 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 oh. 1250 Dublonen habe ich dafür bekommen. Ist das denn... Das ist ein anderer. Das ist jetzt ein anderer Container. Das sind die falschen. Oh mein Gott, nochmal 1250 Container. Das sind die Black Friday Premium Container, wo 10-mal Tarnungen Typ 59 drin sind, 1250 Dublonen, 14 Tage Premium Spielzeit, 35.000 freie EP und 20-mal Tarnung Schattenschleicher. Das sind nicht die normalen Black Friday Container, das ist die Premium Variante mit richtig geilem Scheiß drin. Gut, dass ich das jetzt erst danach gemerkt habe, aber man muss zu meiner Verteidigung sagen, dass die silbernen Striche ohne einen direkten Vergleich zu haben doch wenig präsent sind hier in diesem Hafen. Da hätte ich vielleicht einen anderen wählen sollen und ich habe in den Premium-Container kein Schiff bekommen. Vielleicht ist das aus für mich, weil ich habe die Schiffe natürlich im Hafen zum Vorstellen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber naja, wahrscheinlich gibt es keine doppelten Schiffe. Deswegen achtet vielleicht hier bei mir, bis ich doch ein Schiff ziehen sollte, nicht darauf, ob ich ein Schiff ziehe, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Das waren natürlich die Premium-Container und wie gesagt, ich habe die Schiffe schon im Hafen. Kann sein, dass man deshalb kein Schiff rauszieht. Danach kommen noch andere Container, das waren nicht die normalen Black Friday Container, deswegen kann ich es nicht mehr zeigen, aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass bei manchen Containern, wie in letzter Zeit auch, nicht die Möglichkeit gibt, Schiffe schon zu ziehen, die man hat, von daher kann man leider auf die Dropshots jetzt nicht wirklich eingehen. Die Dublonen nehme ich natürlich gerne mit, die Tarnungen auch. Und jetzt werden wir uns die geile Tarnung hier einmal anschauen. Hoffentlich ist sie geil. 140 Schattenschleicher, das ist heftig. Wie viel habe ich von den Typ 59 bekommen? Wo sind sie? Da. Ja gut, einige, aber da hatte ich schon ein paar. So, sonst kosten sie 50 Dublonen. Das müsste man jetzt nochmal zurückrechnen. Es sind 500 Dublonen gewesen, jedes Mal, wenn ich sie gezogen habe. Ich habe sie sicher 5 Mal gezogen, sind 2500 plus nochmal 2500. Dann hätte ich 5000 Dublonen hier rausgeholt, wenn man es denn braucht. Die Schattenschleicher sehen so aus. Das ist... Oh, das ist... Nicht das Deck ist davon beeinflusst, aber alles andere. Okay, das wird jetzt natürlich auf dem Tier 10 Schiff einmal kurz hochgepackt. Einmal zum Ansehen. Nehmen wir doch... Wie sieht es denn aus bei meiner Khabarovsk? Sicher mega geil. Oh ja. Mm. Das ist schon sexy. Also kann sich schon sehen lassen. Das ist die All-Black-Tarnung wahrscheinlich, wie sie dann im Englischen heißen würde. Oh, und ein Conqueror.
Und bei uns heißt sie eben Schattenläufer, oder? Schattenschleicher sogar. Interessant. Ja, sehr schön, sehr schön. Nun denn, so viel zu den Containern. Ist einiges drin. Manche haben mehr Glück, manche haben weniger Glück. Mehr Glück wären jetzt 35.000 Free XP gewesen für mich. Schiffe, immer die Möglichkeit. Ich werde nochmal Wargaming anfragen und das dann unter das Video posten, um euch genau zu informieren, wie das mit der Dropshots ist. Also nicht die Prozente, aber ob man die Schiffe doppelt bekommen kann und dafür dann Dublonen bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in einem nächsten Gefecht oder Infovideo. Ciao!